Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Full House Challenge. Und mittlerweile habe ich ein bisschen nicht mehr gespielt, aber das ist kein Problem. Ich erinnere mich noch, dass wir hier ein bisschen was verändern wollten. Ich glaube auch die Eingangstür nach da legen, damit wir hier noch ein Dings hinbauen können, aber wir gucken mal. So. Müssen wir hier das Headset ein bisschen einstellen? Ich höre irgendwie nichts. Ja, die Alte darf jetzt ein bisschen schlafen. Oh, halt. Arbeiten muss sie nicht, oder? Doch, muss sie in 4 Stunden. 4 Stunden. Okay, dann steh mal auf und nimm mal Urlaub. Immerhin hast du 7 Tage Urlaub und dann gehst du noch mal schlafen. Phyllis hat einen Tag Urlaub genommen. Genieße den freien Tag. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, mittlerweile sind die Räume auch mal ansehnlich. Müssen wir hier noch mal ein bisschen dran arbeiten. Aber dafür haben wir jetzt ja den Tag Zeit, also ist das kein Problem. So, unsere liebe Phyllis. Wir gucken mal, was wir mit ihr so erreichen wollen. Sie kann irgendwelche Bücher im Inventar erstmal in den Schrank hier packen. Das brauchen wir nämlich nicht. Hallo, danke. Pack das da einfach rein. Vertrau mir, das passt schon. So, ich überlege. Sie bräuchte ja irgendwie noch so einen PC-Bereich hier in ihrem Zimmer. Ich meine, hier haben wir das ja auch so schön in die Ecke einfach gebaut. Olivia muss bei der Arbeit sein. Das ist schön für Olivia. Unser schönes Bad hier. Wir müssen das irgendwie mal ein bisschen umdesignen. So nachdenklich duschen. Jetzt stehst du aber mal auf. Hier ist genug gepennt. So, die Toilette ist besetzt anscheinend. Aber das ist alles kein Problem. Aber mittlerweile sieht das hier echt ein bisschen wohnlicher aus. Das gefällt mir echt gut. So, Olivia ist zur Arbeit. Schön. So, du gehst mal hier hin. Du hast immer noch dieses Romantik-Dings an. So, jetzt kannst du aber mal die Toilette benutzen und Victor rausschicken, der sich gerade die Hände waschen wollte. Ist aber kein Problem. So, eigentlich hast du Hunger, ne? Ja, warum eigentlich nicht? Wir bereiten mal Mittag zu. Und zwar ein Gourmet-Menü. Wir hauen mal richtig rein. Pasta Primavera. Also wenn ich hier so von Essen hier sehe und spreche, dann kriege ich irgendwie selber jetzt langsam Hunger. Ja, ich bin ja jetzt gerade im Moment zu Hause krankgeschrieben, weil ich es geschafft habe, mir beim Schlafen die Schulter zu entzünden. Applaus für Chihiro. Ja, Mann. Naja, auf jeden Fall, ich soll es nicht belasten und also eigentlich soll ich es auch ein bisschen bewegt halten. Also ab und zu muss ich mich halt ein bisschen bewegen, außer nur zu zocken. Aber sonst bietet sich das Zocken halt echt gut an, ne? Ach du Scheiße, Tischschmuck wurde nicht geliefert. Ach, das hatten wir ja schon mal, ne? Dass wir den Tischschmuck selber machen müssen. Wir hatten schon beides und beides war mal gut und mal schlecht. Diesmal haben wir eine Leistungsverbesserung bekommen. Das ist doch schön. So, ich bin mal gespannt, ob wir so am Ende der Challenge alles geschafft haben. Und ob ich hier zum Beispiel die Extra-Regel einführe, das war ja der Plan, dass wir, wenn die Geburtstag haben in 31 Tagen und wir bis dahin das immer noch nicht so grob schaffen, sage ich mal. So, sie isst erstmal, das ist gut. Dann darfst du bei. Nee, nicht mitspielen, du darfst zuschauen. So, dann kriegst du nämlich gleich Spaß dazu. Oder auch nicht. Okay, Kanal schauen, Kochkanal.
So, dann wird nämlich gleich die Kochfähigkeit mit gesteigert. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch. So, hier könnte man zum Beispiel auch mal bequemere Sofas hinstellen. Diese Dinger könnte man auch irgendwann mal ändern. Was macht die denn? Nein, du übst jetzt nicht Dart. Du darfst erstmal ein Buch schreiben. Wie geht denn das hier? Weiterschreiben, Lyrium. Oder Lyrisum? Poesie fortsetzen. Hallo, hörst du mal auf? Okay, schreiben. Genrebuch schreiben. Poesie. Im Moment buggt mein Sims irgendwie ein bisschen rum, muss ich gestehen. Das finde ich ein bisschen blöd. Also es ist so, dass dann Tätigkeiten einfach mal so unterbrochen werden mit einem Spiel. Also nicht wundern, ich kann hier so mein das Spiel verlassen mit der Maus, ne? Weil ich ja meinen zweiten Monitor habe. Meine Stimme hier, ey. So. Trib! Ups. So sehen wir es aber nicht so. So, aber ein nettes Wohnzimmerchen eigentlich, ne? Da geht's ja noch in den Keller runter. Der noch voll unbebaut ist und alles, aber hey. Ich finde diese Blumen auch schön. So ganz normaler Alltag hier. An einem Sonntag. Der Dicke kommt aus dem Garten. Der Geschäftsmann weiß nicht, was er tun soll, weil es Sonntag ist. Unser Nerd guckt mal wieder Fernsehen und unsere Bücherschreiberin schreibt Bücher. Yeah. So, Level 7 der Schreibfähigkeit. Sie ist, glaube ich, Märchenerzählerin? Ich weiß es gar nicht mehr. Autorin Level 6. Ja, ich denke mal, dass wir es schon noch hinkriegen werden, dass alle Level 10 erreichen. Und eine Karriere, Quatsch, eine Fertigkeit werden wir irgendwie auch noch. Oder oh, das sind ja Fähigkeiten, ne? Fertigkeiten sind ja was anderes. Eine Fähigkeit, die werden wir auch irgendwie noch hochkriegen. So, auf jeden Fall müssen wir danach mal den Garten bewässern. Oh, das sieht hier schon wieder grauenhaft aus, ne? Gegen Käfer einsprühen. Und dann können wir hier auch schon den halben Garten wieder ernten, gefühlt. Wir ernten dann erstmal alles. So, sie schreibt dann natürlich erstmal fleißig weiter. Was macht denn der Rest so? Er liest. Und sie isst. Ups. Himmlische Kissenschlacht. Das ist ein Gedichtband. Oh ja. Die himmlische Kissenschlacht. Er ist fertig. Mit den Nerven. Tschüss. Leer. Er muss zur Arbeit, aber das juckt ihn nicht. So, 19 Uhr haben wir es mittlerweile. Müssen wir eigentlich eine Rechnung bezahlen? Ich bin voll raus. Nein, müssen wir nicht. An Verlag verkaufen. Lysiri. Wenn man schon mal dabei ist. Oder Lyrisum. Lyrisium. So. Qualität ausgezeichnet. Mensch. Energie geladen. Vielleicht solltest du jetzt mal aufhören. Und dich um den Garten kümmern. Weil der schon ziemlich vertrocknet aussieht, der Garten. Da wäre es vielleicht keine schlechte Idee, sich darum zu kümmern. Nur so ein Einfall von mir. Das könnte sinnvoll sein. Ne? So, Phyllis hat an ihrem freien Tag Geld verdient. Hier sind ganz schön viele Früchte, ne? Auf jeden Fall kann man damit schön Geld machen. So. So, und bis sie da fertig ist. Hier ist schon niemand. So, der Rest geht, glaube ich, langsam schlafen, oder? Und hier schläft doch keiner. Hier schläft doch keiner. Naja, hier schläft auch noch keiner. Die schlafen schon alle. Moment, Moment, Moment. Das ist Viktor.
Das ist Damien. Was macht Claudio in diesem Zimmer? Das geht mal gar nicht. Okay, eigentlich gehst du mal hier hin. Ach, deswegen. Jetzt geh ich hier hin, Digga. Ja, danke schön. Oh, meine Fresse, ey. So, das ist nämlich Claires Zimmer. Tür abschließen für jeden außer Claire. Für jeden außer Claudio. Ist ja eigentlich schon alles, ne? Eingestellt. Okay. Dann können wir jetzt mit ihr auch mal vernünftig weitermachen. Ach, immer diese Probleme hier. Dass irgendwelche Leute in irgendwelchen Zimmern sind, wo sie nicht hingehören. Wir haben jetzt aber nicht noch mehr Leute, die ja irgendwo eingesperrt sind. Also sie macht Sport. Sie ist sehr vorbildlich. Oh. Claire hier schön aufgeräumt und alles. Ist echt cool. So, wir gönnen uns hier erstmal alles und dann werten wir mal die Pflanzen alle auf. Ja, könnte schwierig werden. Mit ihrer Ausdauer und alles. So, wir verwenden dann mal die Toilette. Hunger hat sie auch noch. Der Computer ist schon wieder kaputt, klasse. Aber mal gut, dass Claudio Hühnchen oder was ist das Hähnchenbrust gemacht hat. Sie muss langsam mal aufs Klo, Mensch. Okay, das verkaufen wir. Und unsere Schicken, die mittlerweile 4600 irgendwas geben. Geil. Das lohnt sich richtig. So, deswegen müssen wir den Garten pflegen. So, sie isst jetzt erstmal und ich nutze jetzt nochmal schnell die Zeit, um ihr Zimmer hier hübsch zu machen. Huch. Ich meine, mit so ein bisschen Geld geht das ja langsam. Ich muss aber nochmal den Move Objects Sheet anmachen. So. Erstmal kriegt sie einen Kamin, wie jeder andere auch in diesem Haus, in ihrem eigenen Zimmer. Wir müssen die ganzen Kamine mal anmachen. Sie hat ja weiße Möbel, ne? Machen wir doch mal einen weißen Kamin. Ich würde jetzt auch ein vernünftiges Bett kaufen. Eins, was irgendwie ein bisschen besser hier reinpasst. Ist ja mehr so der Beige-Typ eigentlich, ne? Ja, die sehen jetzt alle nicht herausragend aus, muss ich sagen. Ein Bett, Traum irgendwas. Ich finde ja die irgendwie besonders hässlich, diese Betten. Ach, sie hatte schon eins, was gar nicht so schlecht war, ne? Wisst ihr was? Wir lassen ihr das erstmal. So. Wir werden diesen Leuchtturm wieder verkaufen. Ich finde der irgendwie blöd. So, dann werden wir das hier hinbauen. Ich überlege gerade, ob wir ihr nicht vielleicht doch ein Einzelbett geben, das mehr Sinn macht. 855 644. Ja, doch. Komm, wir geben ihr das mal. So, dann können wir den ja vielleicht hier so hinstellen. Ich überlege jetzt, wie wir das jetzt hier mal machen. Ob wir das mal hier hinpacken. So. Dann hier so schön das Bett noch mit hin. So, natürlich so ein bisschen in die Ecke hier, ne? Da könnte man nämlich da noch richtig cool den Dings hinmachen.
Da kommt die bestimmt noch vorbei, ne? Ich würde nämlich jetzt hier auch so einen Schreibtisch hin machen. Wir geben ihr mal den. Dann einen passenden Stuhl dazu. Ich finde den hier ganz cool. Da gibt es jetzt nur nicht in ihrer Farbe hier irgendwie, ne? Aber den können wir, glaube ich, hier in grün ranbauen. Das sieht dann schon gut aus. So. Nest-Wärme-PC. Ja, jetzt, wo wir mittlerweile mal das Hunde-Katzen-Add-on haben, ne? Überlege auch, ob wir hier nicht vielleicht eine Katze kaufen, einfach. Also einfach, weil wir es können, ne? So, aber ich glaube, irgendwas, was hier besser passt, gibt es jetzt nicht so. Höchstens vielleicht diese Dinger hier. Aber nein. Wir lassen das mal so. Vielleicht so, dass das hier so offen ist. Dann würde ich ihr nämlich gerne noch ein Nachtlicht geben. Aber sie bekommt so schicke grüne Kerzen in ihr Zimmer. Ich finde, das passt irgendwie so zu ihr. So, dann werde ich jetzt mal schnell von hier den hier klauen. Da muss ich das nämlich nicht suchen. Und dann können wir die nämlich weiter ranstellen. Jetzt besorgen wir uns. Wir haben ja nichts zu verkaufen aus irgendwelchen Karrieren. Aber erstmal eine schöne. Ich finde die hier ganz schick. Und so passt es sogar. Gut, ich würde hier noch mehr Kerzen hinstellen. Und so ein Teppich, der hier so schön reinpasst. Wir probieren das mal aus. Vielleicht so schön mit Beige. Also ich mag das ja, wenn das in der Mitte so, so ein Stil, Style, sonst was hat. Da kann sie ja bestimmt noch dran vorbeigehen, wenn wir das so hinstellen, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die jetzt vielleicht nicht gerade dumm ist. So. Da gucken wir noch mal ein bisschen in der Deko. Da können wir ihr nämlich vielleicht noch so ein Blümchen hier hinstellen. Wobei gibt es hier nicht so Tischblumen, die ein bisschen mehr Umgebung geben? Die hier, ne? So. Dann hat sie einen Haufen Fanpost. Nee, aber wir legen ihr mal so ein paar Bücher hin. Rein so als Bücherwurm bietet sich das ja an. Hier eigentlich auch, ne? Das ist ein bisschen mit dem Vorhang halt ein bisschen doof, ne? So. Geht der noch höher? Dann guckt er da schon durch, ne? Aber so geht das. So. Vorhang neben Kerzen, das ist immer ein richtig guter Plan. Ich finde, das Ding passt irgendwie auch zu ihr. Gerade weil da so viele Bücher drauf sind. Doch, wir nehmen das mal so. Wir stellen jetzt ein bisschen Deko einfach hin, das passt schon. Ja, und auf jeden Fall möchte ich irgendwie noch so ein bisschen Bilder für sie haben. Irgendwas, was auch zu ihr passt. Vielleicht ist sie Fan von so einer Serie. So, dann hat sie nämlich erstmal etwas an Bildern. So, da gibt es auch nicht ungeile. Naturansicht. Oder gibt es noch ein zweites von? Von so einem Nationalpark oder so? Oh, warte. Können die hier so drüber hängen?
sieht so ein bisschen fanmäßig aus. Das hat doch was. So. Dann schicken wir sie nämlich einfach gleich schlafen. Nachdem sie gegessen hat. So, ich muss mir das jetzt nochmal angucken hier, weil das irgendwie cool aussieht alles. Da sieht doch jetzt alles wohnlicher aus hier. Okay, vielleicht nochmal beanspruchen. Dann schlafen gehen. So, wir machen aber automatische Lichter wegen Stromkosten. Und für diesen Part war es das dann erstmal. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.